So, eine Folge machen wir noch. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Vermutlich wird er uns gleich wieder attackieren, aber da habe ich kein Problem damit. Damit. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du willst. Das ist nicht in Ordnung. Vermute mal, die werden uns wieder attackieren. Nö, dieses Mal nicht. Das hättest du besser nicht getan. Wer bist du denn überhaupt? Was willst du von mir? Ich habe keine Ahnung. Mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ich halte mich jetzt hoch und dann könnt ihr mich alle mal. Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. Der hat genug. Die stört das wohl gar nicht. Okay. Keine Ahnung, wer dieser Lades war, aber irgendwie konnte er gar nichts. Traurig eigentlich. Man kann also dieses ganze Lagergefühl ausrauben, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. War nicht besonders schlau. Richtig, mich zu attackieren ist nicht schlau. Das haben einige hier schön gelernt. Hey du. Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Na, das ist natürlich hart. Hi Buster. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung. Die haben wir schon, danke. Tschüssi. Man muss eben aufpassen. Hör nicht mehr auf das Gefahr. Wer seid ihr beiden denn? Ein Bandit und ein Bandit. Unwichtig. Was hast denn du eigentlich für mich? Ja, komm, ich möchte mit dir reden. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Sehr schön, was hast du alles Wertvolles? Die Blutfliegen. Nimm mal mit. Will ich mal wissen, was das für ein Kack sein soll. Kriegsarmbrust bringt nur nichts, weil wir nicht geschicklich sind. Oh, viele Erzbrocken. 150, okay. Ja, kann ich dir geben. Bin ja mal gespannt, was ich da für einen Schund gekauft habe. Gabe der Götter. Blutfliegen. Über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt vom lindenden Schweiß der Kreaturen. Mit ihrem Stachel töten sie ihre Opfer und lahmen in ihr Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Sumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief im Unterleib. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Lass mich doch mal in Ruhe, Idiot, ey. Meine Fresse, kommt der an und pisst uns gleich ins Knie, oder wie? Das passiert mir. Hallo. Hallo. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ja, da habe ich kein Problem damit. Und wir sind runtergefallen. Alle keinen Eigennamen? Was ist mit dir, hä? Oh. Das ist ja mal schade.
Das ist natürlich kacke, dass wir jetzt den Lades ausgeraubt haben. Ich hoffe mal, der war nicht wichtig oder so. Weil wir doch haben ein ganz schönes Problem. Wir schauen uns jetzt mal in der Kneipe um. Vielleicht lässt uns jetzt endlich mal ohne zu murren rein, ja? Ja, wir dürfen sogar ohne murren rein. Hey, Mordrak! Xiffer und Saiyan. Dir können wir nix. Hallo! Hi! Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Gar nicht, keine Ahnung. Werden wir attackiert, wenn wir hier hinten hingehen? Bitte red mit dem. Hi! Sei gegrüßt! Hi! Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Danke, cool. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Und solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Na, das freut mich für dich. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Oh, hilft uns das weiter? Der hat also keinen Bock. Na, gehen wir doch einfach mal weiter in der Kneipe. Wir waren hier ja noch nie. Hi. Na du? Trink leer. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Das ist eine gute Frage. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Hast du was? Du hast nicht viel. Lohnt sich gar nicht, dich zu töten. Aber anders können wir die Truhe hier nicht hacken. Daher... Schon wieder ein Kampf. Silas Axt. Her mit deinem Zeug. Mit allem, was du hast. Nochmal speichern. Unter der 3 diesmal. Nein. Also auf jeden Fall geht's mit links los. Links, rechts. Okay. Links, rechts, links. Nein, ah, schade. Nein, das will ich nicht laden. Hör doch auf, ey. Nein, das ist nicht in Ordnung. 3. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Links, rechts, links, links und offen. Hehehe, wie gemein das einfach mal ist von uns, ja. Okay. Shit. Also links, rechts, links, links, glaube ich jetzt, ja. Links, rechts, links, links. Okay. Alles her damit. So, speichern. Jetzt machen wir die andere Truhe auch noch. Und ich Idiot habe mir natürlich nicht gemerkt, dass es nicht mit links losgeht. Ja, verdammt. Ich habe mir nicht gemerkt, dass es nicht mit links... Nein! Das lädst du nicht! Üben wir nochmal. Rechts. Rechts. Links. Links, rechts. Oh, sogar auf Anhieb richtig. Sehr schön. Wieso liegst du immer noch? Silas, geht's dir gut? Ja, ist mir jetzt mal egal. Damit du aufstehst. Stirbt er jetzt? Hey Mann,
Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Na klar, mein Freund. Kein Problem. Ich zahle auch sicherlich, wenn ich das nächste Mal was zu trinken kaufe. Jetzt haben wir wieder das Problem, wenn wir hier weiterkommen wollen, müssen wir den... Na, ihr wisst schon. Kielhuhn und so. Nein. Danke. Uns geht es ja im Endeffekt nur um die Truhe, dass der uns nicht nervt währenddessen. Nein, links, rechts ist es. Links, rechts. Links, rechts, links, links. Ah, schön. Reiner Alkohol, Hardcore. Wow. Ja, sorry, Jeremy. Den Rest interessiert das ja nicht, wenn ich die verkloppe, ja? Sehr schön. Gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Nee, gar nichts. Hier geht's einfach hoch. Das ist ja hübsch. Schön idyllisch und so ein Scheiß. Ja, dann gehen wir wieder raus. Das, was wir... Ja, die Frage ist, kommen die Türsteher rein, wenn wir jetzt hier attackieren? Weil wenn nicht, rauben wir die hier halt auch noch aus, ja? Stört das jemand? Nö? Wenn ich jetzt hier... Klarer Sieger, würde ich sagen. Sorry. Ah, ein Kampf. Ja, okay. Den interessiert das nicht. Ja, wir machen die jetzt alle einfach platt. Ziffer, hey. Hi. Haust du mich, wenn ich dir jetzt wehtue? Er hat gesessen. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch. Sehr schön, dass das sie alle nicht interessiert. Das heißt, wir können hier tatsächlich nach Belieben ausrauben. Oh, der hat schön was. Oh, ist das schön. Wunderbar. Ja, dann setzen wir unseren Siegeszug fort. Alles, was hier nicht mehr mit Waffen durch die Gegend rennt. Ja, was ist denn mit dir jetzt? Können wir dir jetzt endlich den Job abnehmen, du Arsch? Ich sag dir was. Du hast ein Problem. Bal Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Stört mich nicht. Auch dich erwischen wir. Er hat gesessen. Ganz ordentlich. Mal sehen, wer gleich Staub schluckt. Der hat genug. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich mal sagen. Kümmerliche Vorstellung. Er hat gesessen. Ja, natürlich. Nicht, dass die Rausschmeißer uns nächstes Mal tatsächlich rausschmeißen wollen, ja? Alter, die komplette Kneipe ausgeraubt. Mann, was sind wir denn für böse Leute? Aber egal, das musste jetzt einfach mal sein. Wir müssen hier möglichst viele Reichtümer anhäufen, ja? Und ansonsten machen wir einfach die Mission fertig. Ja, tut mir leid. Was sagst du denn jetzt zu mir? Willst du wieder Ärger? Oh nein. Wie läuft das Schnapsgeschäft? Geh rein und frag Silas. Wir können uns nicht beklagen. Ihr seid ja auch nur dumme Rausschmeißer. Idioten. Hey, wo ist denn dieser Idiot? Hey, du. Hihi. Willst du dich wieder mit mir anlegen? Klar. Ich hab das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Nö, weil ich dich gleich wieder niederknüppel. Zeig mir, was du hast. Hier.
Ja, du armer Kerl, du. Ach, ist das schön. Der hat genug. Ich weiß, es ging mir... Klarer Sieger, würde ich sagen. Es ging mir auch nur darum, den 200 Erz wiederzubekommen. Die hat er gar nicht verdient. Tschüssi. Alter. Das ist ja aber echt gemein hier. Übers Ohr gehauen, wo es nur geht. Können wir vielleicht... Wie sieht's denn aus? Es geht jetzt noch um Horatio, den Bauern. Und selbst da können wir jetzt mittlerweile was machen. Weil jeder weiß, dass Horatio gerne dem Kerl da aus gescheit auf die Fresse geben möchte. Das können wir natürlich umsetzen. Wer seid ihr denn? Bauern. Okay. Was macht ihr hier und wieso? Ich will's gar nicht wissen. Der Kampf ist... Der hat genug. Hier. Haben damals mehr... Das sieht man. Cool, Sichel. Können wir jetzt mit dem... Können wir jetzt mit der Sichel das Zeug rausholen? Wo wir eh schon dabei sind, ganz ehrlich. Ob mir jetzt 13 Leute platt machen oder nur 12 oder gar keinen, das ist völlig egal. Dann klären wir halt in der Folge einfach mal nur das Lager. So, also Horatio, ich kann den Kerl für dich platt machen, wenn du willst. Also nicht, dass ich das auch... Wo ist er denn, Horatio? Horatio? Da ist er ja. Hallo. Hi. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ja. Ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen. Aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Sehr schön. 5 Stärke extra ist gut. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Cool. Horatio, wo haben wir ihn denn? Jetzt könnten wir den Reislord töten, wenn wir denn wollten. Reislord, wie geht's dir? Hallo Freund, willst du dich nochmal mit mir anlegen? Das ist aber schön. Hallo mein Freund. Na du, hast du nicht ein paar Sachen für mich? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Okay. Will dein. Alter, der Reislord gefällt mir am allerbesten. Welcher von euch beiden ist der Schläger? Du. Er hat genug. Nein! Nein! Nein, du Vollidiot! Nicht töten! Ich hab die weggesteckt! Natürlich habe ich hier nicht mehr gespeichert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Idiot so blöd wäre, einen zu töten. Bist du denn bescheuert? Es tut weh. Es tut mir leid. Fick dich. Nein! Nein! Nicht töten! Gottverdammt! Wir machen uns im ganzen Lager unbeliebt, du Idiot. Du sollst anvisieren und dann attackieren. Töte den. Nein, den da. Nein, den da. Nein, den da. Nein, den da. Was ist denn daran so schwer? Muss man da irgendwie Superman sein oder so? Habe ich da was verpasst? Jetzt raubst du den noch. Hey Gott, noch eins, ey. Ja, und wir haben damals auch hingekriegt, den Typen hier anzuvisieren. Was wohl heute eine ziemliche Leistung ist, scheinbar schon. Mach dich hoch. Heilige Scheiße, ey. Und dann kommt der und ermordet den einen Idioten. Oh Gott. Da speicherst du einmal nicht und dann fängt er an und wird zum Massenmörder.
Heieiei. Nächster Versuch, diesmal klappt's bestimmt. Der hat genug. Wegstecken. Wegstecken und angucken und ausrauben. Bitte. Ich habe auch nichts gesehen, kann mich an nichts erinnern. Wir haben damals mehr ausgehalten. Das sieht man auch heute immer wieder. Hey Horatio, ganze Scheiße nochmal. Ich hab noch... Und? Ja. Bla bla bla. Ich bin gut. Ich bin ganz... Wenn du lerne, eh best... Danke. Danke für den Nutz. Das hatten wir alles schon. Tschüssi. Willst du dich noch... Na klar. Was machst du? Ich arbeite, wenn du was... Red mit Lefty, ja, das hatten wir alles schon. Ist schon in Ordnung. Hey, Reislord, wie geht's dir so? Hey, du! Raus hier, sonst rufe ich die Wachen! Was machst du hier? Geh oder ich rufe die Wachen! Hey, du! Hey, du! Raus hier! Sonst rufe ich die Wachen. Welche Wachen? Wachen! Ich höre nicht mehr auf das Gewissen, das wäre nicht mein Problem. Welche Wachen kommen da? Du hast da drinnen nichts zu suchen. Na und? Lass dich auf jemanden aus. Hey, du! Interessiert keinen, ganz ehrlich. Was mache ich denn hier? Ich guck mal, ob ich meine Vorräte auffrischen darf. Willst du mir wehtun? Hallo, Freund. Hallo, mein Freund. Mal mit mir anlegen? Na klar! Die interessiert das auch gar nicht. Okay. Oh, was ist das denn hier? Hä? Habe ich noch gar nicht gesehen, dass es hier auch reingeht. Cool. Erstmal ein bisschen pennen und ausruhen. Bis zum Morgengrauen, hä? Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute genug Quatsch im neuen Lager angestiftet. Hey, du! Du hast ja, da drinnen nichts zu suchen. Ist mir egal. Stört dich das? Hey, du! Verschwinde, sonst rufe ich die Wachen! Hey, du! Okay, von vorne links, rechts. Verschwinde, sonst rufe ich die Wachen. Links, rechts, links. Raus hier! Das sonst war... rufe ich die Wachen. Ja, ja, die Wachen. Bisher sind sie noch nicht gekommen, selbst wenn hätten sie keine Chance gegen mich. Verschwinde, links, rechts, sonst rufe ich. Links. Nein, links, rechts, links, links. Hm, ärgerlich. Dauert wieder lange, aber ich will die jetzt. Links, verschwinde, rechts, sonst links, rufe ich. Links, rechts, links, links, links. Natürlich, wieder die falsche Entscheidung. Ist halt bei 50% wird es halt immer schwieriger. Links, rechts, links, 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 rechts. Muss ja wertvoll sein. Ah, ein bisschen was ist schon drin. Also bitte, was ist denn los? Ich habe hier gerade geraubt. Hey, ich. Ach, du bist die Wache, oder was? Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ja, dann geh ich trotzdem rein. Hey, du. Hi. Verschwinde, sonst rufe ich die Wachen. Nö. Hey, du. Den interessiert das gar nicht. Das ist ja voll in Ordnung. Halt die Schnauze, du kannst gar nichts. So.
Lass uns mal überlegen, was müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir in dieses Orkdorf, was hoffentlich funktioniert. Den Weg dahin werde ich wieder cutten. Und jetzt muss ich echt mal die Aufnahmesession beenden. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Ach du Scheiße. Okay. Ah, weißt du was? Wir versuchen noch die hier auszurauben. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Hast du was Wertvolles? Was willst du? Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Den muss ich alles ab. Dich muss ich. Da, dich muss ich ausrauben. Dich muss ich ausrauben. Dann muss ich dich ausrauben. Dann dich. Er hat genug. Ich hab nichts gesehen. Ich auch nicht. Okay, 5 Leute ausgeraubt. Wir sind der mächtigste im neuen Lager. Ja, sehr schön. Na, wie geht's dir? Willst du wieder Ärger? Na klar, mach noch mal. Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Können wir jetzt was zu rauchen geben? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Na klar, wann her damit? Bist du einer von den Dealern aus dem Sektenlager oder was? Das passiert mir nicht. Nee, ich bin einfach cool. Mach fertig, sonst gibt's nochmal aufs Maul. Willst du dich nochmal? Na klar. Hi, ich bin neu hier. Und? Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Okay. Der hat wohl nichts zu sagen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Beziehungsweise würde ich sagen, erstmal, dass ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen würde, falls euch die Folge gefallen hat. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiter verfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Bis dahin bin ich dann in die Ork-Ding gelaufen. Ja, das ist ganz mal, mache ich jetzt einfach mal so eiskalt, ja. Bis dahin, tschüss.